Hallo, herzlich willkommen. Ein weiteres Video. Diesmal geht es um den Maßstab in ArchiCAD. Da gibt es immer wieder einige merkwürdige Situationen als Anfänger, die man als Anfänger erlebt. Deswegen hier ein paar Sätze zum Thema, welchen Maßstab wählen wir eigentlich und was passiert dann genau. Ich habe jetzt hier ein Wandrechteck von 8 mal 6 Metern Außenlänge. Ja, das kann man mit der Taste M mal kurz abmessen, damit Sie das auch glauben. Also ich gehe jetzt mal auf diesen Punkt hier. Jetzt habe ich hier 8 Meter stehen. Da unten rechts kann man das kleine Schildchen sehen. Und vielleicht kann ich mich da ranzoomen, da sehen Sie es jetzt. Ja, so, und wenn ich da nochmal hinklicke, dann sehe ich, dass es hier oben auch 6 Meter hat. Ja, alles klar. Also das stimmt, es ist 8 mal 6 Meter groß. Sie zeichnen in ArchiCAD generell alles im Maßstab 1 zu 1, also das heißt mit den echten Maßen. Und welche Maßstabs Darstellung wir im Moment in diesem Fenster haben, hat damit erstmal überhaupt nichts zu tun. Jetzt komme ich aber zu den Punkten, wo es eben doch entscheidend ist, welchen Maßstab Sie einstellen. Also nehmen wir mal an, Sie haben das jetzt hier gezeichnet. 8 mal 6 Meter das Ganze. Und jetzt schauen Sie mal hier unten in den Bildschirmrand, da steht Maßstab 1 zu 100. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Vorschau, eine Maßstabsvorschau. Das heißt, so würde die Zeichnung im Maßstab 1 zu 100 aussehen, bei 280% Darstellungsgröße. Wenn Sie hier noch auf diese Prozentzahl klicken, ja, dann sehen Sie die Zeichnung in etwa so, wie sie später beim Drucken in diesem Maßstab aussehen würde, also in der Größe. Ja. In etwa bezieht sich darauf, dass die Monitorauflösung natürlich nicht immer gleich ist, das heißt, ganz kann man sich nicht drauf verlassen, aber so im Prinzip. So, jetzt nochmal Steuerung 0, damit wir es richtig sehen. Merken Sie sich mal, wie die Schraffur aussieht. Jetzt schalte ich von 1 zu 100 um, ich klicke unten auf dieses Maßstabs, auf diesen Maßstabsbutton drauf und stelle jetzt hier den Maßstab 1 zu 50 ein. Und dann sehe ich erstmal nichts mehr. Es ist jetzt nämlich vergrößert worden. Das heißt, es ist eben nicht vergrößert worden in dem Sinne, dass sich die Abmessung dieser Mauern geändert haben, aber Sie sehen, dass die Schraffur zum Beispiel dichter geworden ist. Und Sie sehen auch, wenn Sie auf 100% klicken, dass jetzt die Zeichnung im Maßstab 1 zu 50 bei 100% entsprechend doppelt so groß ist wie vorher in 1 zu 100. Es handelt sich also bei den Maßstabseinstellungen zunächst mal um eine Vorschau. So wäre es später ungefähr auf dem Plan. Jetzt gibt es damit einhergehend ein paar Kleinigkeiten, die Sie beachten müssen. Also Sie haben schon gesehen, die Schraffur ist jetzt dichter als vorher. Wir haben im Maßstab 1 zu 100 eine wesentlich grobere Struktur gehabt. Ich nehme mal jetzt noch einen noch kleineren Maßstab, dann fällt es vielleicht noch deutlicher auf, 1 zu 200. Jetzt schauen Sie mal, wie das jetzt aussieht. Die Schraffur wird immer weiter auseinander. Das ist jetzt noch ein bisschen kräftiger, 1 zu 500. Ja, Sie sehen, die Schraffur scheint sozusagen ein festes Maß zu haben, was sich mit dem Maßstab nicht ändert, da sich die Zeichnungsflächen eben stark verkleinern, je kleiner der Maßstab wird und die Schraffur an sich aber immer gleich bleibt, also die Schraffurweite sieht sie halt immer jeweils anders aus, immer offener, je kleiner der Maßstab wird. Das ist das eine. Und jetzt noch ein anderer Punkt, der eigentlich zum Thema Linien und Stifte gehört. Die Konturen der Bauteile sind ja auch Linien, die mit irgendwelchen Stiftnummern bezeichnet werden. Und wenn Sie jetzt mal hier ranzoomen, dann sehen Sie normalerweise alles immer in H-Liniendarstellung. Deswegen kann man zum Beispiel dieses Problem, wie dick sind eigentlich Linien, in welchem Maßstab, jetzt hier gar nicht erkennen. Aber da können Sie eben bei Ansicht Bildschirmdarstellungsoptionen mal auf die echte Liniendarstellung gehen. Und dann sehen Sie schon, dass es mit den verwendeten Linien in diesem Maßstab ziemlich grob aussieht. Ja, nicht ohne Grund zeichnet man natürlich in Maßstab 1 zu 500 auch keine mehrschichtigen Bauteile, weil das natürlich auch keinen Sinn ergibt. So wäre also im Ausdruck tatsächlich Ihre Zeichnung 1 zu 500. Gehen wir wieder zurück in den Maßstab 1 zu 50. Das wäre ja der richtige Maßstab für die Darstellung mehrschichtiger Bauteile. Dann hält sich das Ganze in Rahmen. Die Linien sehen okay aus. So wäre das jetzt im Maßstab 1 zu 50. Also, Schraffurweite ist in der Regel maßstabsunabhängig, das heißt fixiert. Liniendicken sind auf jeden Fall fix, die verändern sich also mit dem Maßstab nicht. Je nachdem, wie groß oder klein eine Zeichnung in einem entsprechenden Maßstab ist, wirken Linien also dicker oder dünner. Ein weiterer Punkt ist noch Bemaßung bzw. Text. Auch da ist es so, Text und Zahlen, also Bemaßungszahlen, bleiben natürlich im Maßstab.
in wechselnden Maßstäben unverändert groß. Das heißt, es kann sein, dass Sie mal Bemaßungszahlen gar nicht mehr erkennen. Ich bemaße jetzt mal den Grundriss hier. Ich mache das nochmal mit der automatischen Bemaßung. Dokumentation, Dokumentation, Extras, automatische Bemaßung, Außenbemaßung. So. Ja, da habe ich jetzt also auf einer Seite eine Bemaßung. Jetzt gehe ich mal in den Maßstab 1 zu 200. Da sieht das Ganze so aus. Ja. Die Größe der Bemaßungstexte ist also gleich geblieben, aber die Zeichnung ist natürlich in diesem Maßstab kleiner, deswegen ist es ein ziemliches Missverhältnis geworden. Gleichzeitig ist es so, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Detail 1 zu 1 auf einmal haben wollen, ja, Sie sehen das Ganze von unglaublich nah. Also man muss richtig ranzoomen, um diese unglaublich fein gewordene Schraffur überhaupt noch zu sehen. Sind scheinbar auch die Maßzahlen verschwunden. In Wahrheit sind sie natürlich noch da. Nur weil ich jetzt einen Maßstab 1 zu 1 in der Vorschau habe und die Zeichnung entsprechend tatsächlich 8 mal 6 Meter groß ist, die von dem Haus, sind die Maßzahlen natürlich mit ihrer festbleibenden Größe jetzt unglaublich klein geworden. Also, der Maßstab ist eine Vorschau. Die konkreten Maße Ihrer Bauteile ändern sich überhaupt nicht. Sie können es jederzeit durch Abmessen prüfen. Allerdings ist die Frage, wie dick Linien wirken, wie eng oder weit Schraffuren wirken und vor allen Dingen, wie groß Text und Zahlen sind, sehr wohl abhängig von dieser eingestellten Maßstabsvorschau. Ich bitte Sie also, diese Sachen zu beachten. Schauen Sie, bevor Sie loslegen, mit dem Zeichnen nach, was hier unten steht. Normalerweise legt man Bemaßungen für unterschiedliche Maßstäbe auf unterschiedlichen Ebenen an. Das ergibt auch inhaltlich in der Regel Sinn, weil natürlich ein 1 zu 100 Grundriss anders bemaßt wird als ein 1 zu 50 Grundriss. Deswegen hat ja Archicad auch, oder die Programmierer von Archicad auch schon freundlicherweise mehrere Ebenen, oder haben schon mehrere Ebenen angelegt für diese entsprechenden unterschiedlichen Bemaßungen. Also, achten Sie darauf und damit wäre diese Sache zunächst mal geklärt.